Einmal speichern sowieso. Weil wir viel zu wenig speichern eigentlich, dafür, dass halt die Gefahr immer und immer wieder da ist. So. Und dann möchte ich mal zum Trainingssaal. Hallo? Ich drücke hier und kann nichts mehr machen. Ah, jetzt. Jetzt passiert was. Talente fotografieren. Prompto wurde praktisch was. Ich will doch nur lernen, wie ist das hier mit dem... Willkommen zurück, Noct. Nutze die Chance und lerne so viel du kannst. Du wirst es mir danken, wenn du da draußen mal in Schwierigkeiten kommst. Ja, ich will ja eigentlich nur lernen, ne? Wie ist denn das hier mit dem... Dingens. Trainingseinheiten. Parieren, zaubern. Ich will hier... Wie ist denn das mit den... Oh Gott, welches Kapitel war das? Resistenzen. Kampftutorien. Da. Da ist es. So, das machen wir auch nochmal ganz schnell eben durch. Resistenzen, bla bla bla. Chaos, Allotrie, ja, ja, ein paar Angriffe durchführen, ja, ja. Komm. Oh mein Gott, ich mache ja keinen Schaden. Und tralala. Na komm, mach hin. Irgendwie scheint es ja nichts zu bewirken. Ja, komm. Mach hin. Waffen. Waffen kann ich ändern, damit halt manche Waffen mehr Schaden machen als andere. Ja, der hier macht jetzt hier normalen Schaden, im Gegensatz zu den Schwert, was ich hatte. Und das Großschwert hier macht noch ein bisschen mehr. Mein Großschwert ist sowieso beste. So, und dann gibt er mir jetzt hier irgendwas, womit ich es jetzt ganz toll machen kann. Ein Jagdspeer, den muss ich jetzt erstmal ausrüsten. Ausrüstung, Noctis, Gedöns. Nein. Mach mal hier Breitschwert, mach mal hier. Ist eigentlich voll egal. So, Jagdspeer. So, dann seht ihr schon, man hat orangene Zahlen. Ein Zeichen dafür, dass wir viel Schaden machen. Das ist mir aber als eigentlich relativ egal. Weil was ich will, ist wissen, wie komme ich in den Wartemodus. Zauber. Zauber muss ich ausrüsten wie Waffen, ich weiß. Haben die Zuschauer inzwischen auch schon mitgekriegt. Na, gib mir Feuer, gib mir Feuer. So. Ja. Ausrüstung. Hier. Feuer. So, komm. Zauber anwenden. Ja, ich weiß, wie das geht. Upti-du. So, mach hin. Wahrlich zauberhaft, ja. Komm. Zauber bereit machen. Kann ich auch, wenn ich gedrückt halte. Ich weiß. Wenn ich Zauber oder Maschinerie einsetze, dann kann ich halt nicht Teleport benutzen. Resistenzen herausfinden. Fühlt sich der Wartemodus. Options. Pausenmenü. Einstellungen. Wähle unter Kampfmodus in den Einstellungen den Wartemodus. In diesem Modus. Okay. Einstellungen. Wo ist der Wartemodus? Wollt ihr mich verarschen? Kampfmodus?
Warten. Ah, okay. Ja, komm. So, bitte warten. Das ist jetzt der Wartemodus. Ah, okay. Das kann ich analysieren. Ah, okay. Ist empfindlich gegen... Nee, warte. Gegen Dolch ist er empfindlich und gegen Eis ist er empfindlich. Ah, okay, so sehe ich das. Okay. Ah, okay. Okay. Ich verstehe. Ja, warum hast du jetzt nochmal angeschaltet? Ah, okay. Jedes Mal, wenn ich anhalte hier, dann... Okay. Na, damit muss ich mich jetzt einmal beschäftigen, du. Okay. Gut. Dann habe ich alles, was ich wissen will und will... eigentlich zurück aus dem Dingens. Spiel beenden und zurück zum Titelbildschirm. Ja. Ich habe ja gespeichert. Dann wissen wir jetzt also auch, wie das geht mit dem Wartemodus. Halt nur müssen wir halt den auch nicht immer aktiv haben. Eigentlich nur, wenn wir wissen, jupp, wir haben einen großen Gegner vor uns. Oder wenn wir neue Gegner haben oder sowas. Hier. Spielstand laden, bitte. Was macht man nicht alles, damit man das Spiel versteht? Ist aber tatsächlich halt, wie ich finde, so ein bisschen umständlich, dass halt das dann über das Optionsmenü irgendwie noch extra einschalten musst. Wahrscheinlich gab es keine Tasten mehr zu belegen. Wobei L3 ist tatsächlich noch nicht belegt, glaube ich. Zumindest nicht im Kampf. Wenn ich mich nicht irre. Da wäre das dann relativ praktisch. Einfach mal, ne, bewegen, dann drückst du den linken Stick einfach mal nach unten und kannst dann halt im Wartemodus dann machen, was du willst. Theoretisch. Praktisch, Gedöns. So. Lad mal schneller. Bitte. Wenn es geht, heute noch. Wir haben doch keine Zeit. Dafür nehme ich auch jede Nebenquest mit, weil ich keine Zeit habe. Ja, ja. Ladebildschirm ist auch lange. So, geht doch. So, ach, hier sind wir. Ah, doch, hier sind wir richtig. Muss ich nur hier wieder gegen die Dinger kämpfen, ne? Okay. Empfindlich gegen Großschwerter und gegen Blitz. Und das Re-Kids. Dasselbe in Grün, okay. Gut zu wissen. Immer schön von hinten attackieren. Das ist immer gut. Wow. Da ist uns glatt hier, ne? Alles ausgegangen an diesen tollen Dreifachzauber da. Aber jetzt auch nicht so effektiv, wie ich es mir hätte wünschen können. Oh Gott, Leute.
entweder. Ich treffe auch nichts mehr, ne? Ist ja gut. So, immer fester drauf, immer fester drauf. Oh nein, Prompto ist im kritischen Zustand. Muss ihm helfen, hier, komm. So, einfach mal hingehen und Quadrat drücken, dann wird das schon mit den Nachbarn. So. Antwerpen ist ja richtig in Fahrt. Ja, leicht. Was? Verzeihung. Das liegt aber immer noch nicht am Boden. Nein. Leg los, Prompto. Vorsicht. Na komm. Das war viel zu früh. Deckst du mir den Rücken? Dir zeig ich. Na warte. Aber warum kriegst du denn den Zittrigen? Ich glaube, es hackt. So. Das war einfach perfekt. Kann nur zustimmen. Okay, dann alles mitnehmen. Man weiß ja nie. Und wo ist dann jetzt die Hundemarke? Erkennungsmarke, was auch immer. Ich hätte eigentlich gedacht, die ist in der Nähe des Baums. Ja, dann war dem nicht so. Einfach mal nö. Kann ja nicht weit sein. Glaube ich. Ach da. Im Auto. Eine Marke. Wir sollten sie Dave bringen. Bin ja schon dabei. Bin ja schon dabei. So. Und was ich halt dann auch nochmal machen wollen würde, dieses Gebiet hier eigentlich erkunden. Tolles Wetter heute. Ob das ja, wirklich gut ist, ist so eine andere Geschichte, aber machen wir gleich. Erstmal zurück zu Dave. Da waren noch mehr Giraffen, yay! Und noch was zum Einsammeln, yay! Den Zeug können wir uns bald echt totschmeißen hier. Ich glaube, wirklich interessant sind dann eher halt sowas wie die Fundorte. Weil dort dann tatsächlich halt Rüstungsteile und sowas rumliegen können. Aber er weiß das schon. Die Komplettlösung weiß das. Oh, da liegt auch gleich was. Eine verrostete Münze. Toll. Wollen wir hier campen? Nein, jetzt nicht. Jetzt einfach mal nicht. Da komme ich nicht hoch. So. Hier, ich habe eine Quest abgegeben. Zum Abgeben. Guten Tag. Ihr seid also fündig geworden. Das freut sicher auch den ehemaligen Besitzer. Vielen Dank. Mhm. Uiuiuiui. Ich sag ja, Nebenquests lohnen sich. Okay. Das ist das. Wie gesagt, da würde ich halt echt gerne hin. Gehen wir mal hin. Hoffe ich richtig? Mehr oder weniger, ja. Bisschen links halten. Rechts meine ich eigentlich. Da war ein Fundort. Uiuiuiui. Siehst du, was ich für eine Spürnase habe? Uiuiuiui. Der Bronzereif. Aha.